Morgen, meine lieben Freunde, hier ist MD Vegan. Heute ist wieder ein Fastentag, ein Ekadashi-Tag. Das ist 11 Tage nach Voll- oder Neumond. Ist der Abstand des Mondes zur Erde in der Position, dass die Energien des Mondes ausgeglichen sind. Also das hilft unserem Körper, uns ganz balanciert auf die Reinigung, auf die Selbstreflexion einzulassen. Das ist ein perfekter Fastentag. Also 4 Tage des im Monat, also jede Woche einmal Fasten im Prinzip, Vollmond, Neumond. 11 Tage jeweils nach Voll- und Neumond. Heute ist so ein Ekadashi-Tag. Und hier ist mein erster Saft heute. Ein Gurkensaft in 2 schöne Schlangengurken. Klein geschnitten in für meinen Entsafter gerecht fein gemachte Stücke und eine Zitrone. Ja, geschält und klein geschnitten. Und schon geht's los. Hey! Cucumber Lemon. Mein Kukumber, mein Gurken-Zitronensaft hat es geschafft in meinen Entsafter. 2 Gurken, 1 Zitrone. Ich habe jetzt die Zitronenschale mit entsaftet. Ja? Und zwar kann man sich vorstellen, wenn man morgens Wasser mit etwas Zitrone trinkt. Das ist ein wunderbarer Reinigungssaft. Ganz toll, also ist ein Getränk eigentlich, ein Erfrischungsgetränk. Das auch reinigt den Körper, von den Schlacken befreit, von der Nacht und so weiter. Es ist jetzt hier ähnlich, nur noch ein bisschen verfeinerter. Was jetzt hier eine ganze Gurke, 2 sogar, die ja fast nur aus Wasser bestehen, diesen wunderbaren Nährstoffen dazu, plus die Zitrone. Ja, ziemlich sauer der Saft. Ja, ich muss ihn nochmal kosten, wie er jetzt schmeckt. Und die Schale dazu, die nimmt wirklich fast von der Säure weg. Wow. Diese Bitterkeit von der Schale, ja, die im Safter, durch den Safter gepresst habe, ja. Diese Bitterkeit lässt die Säure von der Zitrone ganz harmonisch in die Gurke hineinfließen. Also, ich zeige euch mal den Saft, wie er aussieht. Ich finde ihn ganz köstlich und ich glaube, er ist ein tolles Erfrischungsgetränk zum Beginn des Fastens. Bis bald.